Die Kunden, die sind schon ziemlich traurig, weil viele Hochzeiten entweder nur in ganz kleinen Kreisen stattfinden oder teilweise nur noch standesamtlich stattfinden können. Da ist es für sie wenigstens ein Lichtblick, wenn man weiß, sie haben die Ringe fürs Leben, weil die Ringe zeigen ja eigentlich auch jedem, dass man miteinander verbunden sind. Also es soll für mich soll es Weißgold sein und für meine Verlobte soll es Gelbgold sein. Und dann am besten bei ihr mit kleinen Steinchen außenrum. Und bei mir einfach ganz schlicht Weißgold. Ich bin da nicht so. Also es ist auf jeden Fall auch eine schöne Alternative, weil wir haben jetzt auch für online auch schon mal ein bisschen geguckt und ja, online einen Ring aussuchen. Man muss die einfach mal tragen, wie es vom Gefühl ist, ob die Farbe passt. Deswegen ist das eigentlich schon eine sehr schöne, sehr nette Idee. Meistens treffen sie schon irgendeine Auswahl, die Frauen vor allen Dingen, die dann schon im Schaufenster vorne schauen, anhalten, ins Schaufenster reingucken und sagen, ja, sowas würde mir gefallen. Erstens sind wir im Freien, das Pärchen oder diejenigen, die die Ringe raussuchen, die sind im Auto, es ist kontaktlos. Wir lassen sie reinfahren, wir haben kleine Bags gepackt mit was zum Klappern, was zum Trinken, damit sie in ihrem Auto sich richtig wohlfühlen. Wir bekommen dann Tableaus, wo die Ringe drauf sind, wo sie in aller Ruhe und auch ohne Zeitdruck das anschauen können. Oh ja, das ist genau das, dass man auch einfach mal wieder was machen konnte, also dass man wieder was für die Hochzeit jetzt auch mal erledigen konnte, was abhaken konnte und eben dann eben auch ohne Maske, gemütlich, im eigenen Auto. Ist schon sehr schön hier. Ich glaube, die werden sie. Ja. Ja, super, ja, also sehr, sehr, sehr nette Damen und wir würden es nochmal machen, aber ich hoffe mal, wir brauchen es nicht nochmal.